Hallo, liebe Partner, Kunden und Freunde von Werk 2. Mein Name ist Dietmar Feld und ich nehme euch jetzt mal mit ins Büro. So war der Rundgang durch unsere Büros, wie ihr ja feststellen konntet, es ist ziemlich leer, um nicht zu sagen, ich bin der Erste heute im Büro. Und vielleicht kommen noch ein oder zwei Arbeitskollegen, der Rest sitzt sicher im Homeoffice und das ist auch gut so. Ich vermute mal, ihr könnt das nachvollziehen. Es wird in euren Büros wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht viel anders aussehen. Das ist die Situation, mit der wir uns jetzt beschäftigen müssen und das geht letztendlich ja auch. Alles lässt sich irgendwie organisieren. Aber ich bin jetzt ja nicht heute einzig und allein da, um über die Pandemie und leere Büros zu sprechen. Heute geht es auch um unser Adventskalender und das Gewinnspiel, das dahinter steckt. Und ich möchte euch heute eine Frage stellen. Bezieht sich auf Weihnachten, genauer gesagt auf den zweiten Weihnachtstag. Am zweiten Weihnachtstag treffe ich mich traditionell, das heißt schon seit geschätzt, naja, 30 Jahren, mit meinen alten Freunden aus der Heimat. Die treffe ich heute teilweise tatsächlich nur noch einmal im Jahr, genau an dem zweiten Weihnachtstag. Ansonsten haben halt alle viel zu tun und das sind alte Schulfreunde, die trifft man natürlich nicht jeden Tag. Ich finde es dennoch oder gerade deswegen extrem schön, dass man immer einmal im Jahr zusammenkommt und dann über alte Zeiten und über das Erlebte des vergangenen Jahres sprechen kann. Das Ganze, was wir da machen am zweiten Weihnachtstag, beruht letztendlich auf einem alten Brauchtum. Und dieser soll Gegenstand dieser Frage sein, die ich heute stelle. Und zwar, um welchen Brauchtum handelt es sich denn? Ist es A, der Weihnachtskehraus, B, Jakobushuldigen, C, Stephanussteinigen oder D, Johannes begrüßen? Ich glaube, mit etwas Recherche sollte diese Frage zu beantworten sein. Ich drücke euch jedenfalls die Daumen. Bleibt mir jetzt noch euch zu wünschen, dass der Nikolaus euren Stiefeln erfüllt. Nicht nur mit Anregung und Wissen, sondern auch Gesundheit, Freude und Erfolg. Darüber hinaus wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und gesunde Vielen Dank, macht's gut, auf Wiedersehen.